Mehrere Bugattis, Ferraris, Lamborghinis, Millionen über Millionen. Was gibt es Besseres auf dieser Welt als das? Es gibt kaum etwas im Diesseits, gegen das man Millionen und einen ganzen Fuhrpark mit Supersportwagen eintauschen würde. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählt uns höchstpersönlich, was noch besser als teure Autos und Reichtum ist. Er sprach zu Ali radiallahu anhu: Bei Allah, dass eine Person von Allah durch dich rechtgeleitet wird, ist besser für dich als eine Schar von roten Kamelen. Rote Kamele waren damals die begehrtesten, teuersten und beliebtesten Reittiere, die jeder besitzen wollte. Gleichzusetzen mit den Ferraris, Bugattis und Lamborghinis von heute. Wenn man Reichtum anstrebt, muss man jede Situation und jede Chance nutzen, um seinem Ziel näher zu kommen. Umso mehr muss man jede Chance nutzen, einen Menschen näher zu Allahs Botschaft zu bringen und ihn durch Allahs Hilfe recht zu leiten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam zeigt uns in zahlreichen Ereignissen, wie man die Botschaft an den Menschen bringen soll und welche Eigenschaften man dafür besitzen muss. Einer dieser Ereignisse passierte während der Hijra von Mekka nach Medina, als Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Abu Bakr radiallahu anhu aus Mekka geflüchtet war, wurde ein Kopfgeld über 100 Kamele auf sie angesetzt. 100 Kamele damals sind mit 100 Autos von heute gleichzusetzen. Das bedeutete, dass jeder, der dem Propheten sallallahu alaihi wasallam begegnete, eine potenzielle Gefahr für ihn war. Sie begegneten neben Suraqa bin Malik, der sie ausliefern wollte, auch dem Prophetengefährten Buraida bin al-Husayb. Die Begegnung mit Buraida radiallahu anhu ist ein Paradebeispiel dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu jeder Zeit daran dachte, die Botschaft des Islam an alle Menschen heranzutragen. Die Umstände waren nie eine Ausrede für den Propheten, die Botschaft zurückzuhalten. Während der Begegnung mit Buraida radiallahu anhu war der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiterhin verfolgt. Die Gefahr, geschnappt und zurück nach Mekka gebracht zu werden, wo der Tod auf ihn wartete, war immer noch vorhanden. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf Buraida radiallahu anhu traf, ging er aktiv auf Buraida zu und fragte direkt: Wer bist du? Buraida antwortet: Ich heiße Buraida. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam reagierte direkt mit einem Scherz und lockerte die Stimmung auf und sagte zu Abu Bakr: Ja, Abu Bakr, unsere Angelegenheit ist gerade kühler geworden. Der Name von Buraida kommt im Arabischen von dem Wort Bard, was so viel wie kühl bedeutet. Daraufhin fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Zu wem gehörst du? Buraida antwortete: Zu Banu Aslam. Und wer bist du? An dieser Stelle hätte der Prophet ausweichend reagieren oder seine Identität verschweigen können. Schließlich befand er sich auf der Flucht und ein hohes Kopfgeld war auf ihn ausgesetzt. Doch er sallallahu alaihi wasallam reagierte folgendermaßen: Ich bin Muhammad ibn Abdullah, Rasulullah, Allahs Gesandter, und bin mit der Botschaft des Islams gekommen. Er offenbarte seine Identität und seine Botschaft, ohne auch nur einen Funken Furcht zu haben, dass er erwischt wird. Er brachte die Botschaft des Islams klar und deutlich an Buraida heran. Dieser fragte: Was ist der Islam? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete ihm: Der Islam ist, dass es nur einen Gott gibt, der Herr von Himmel und Erde. Ich bin sein Gesandter und erhalte Offenbarung von ihm. Meine Leute haben mich aus Mekka verjagt und ich gehe zu den anderen Leuten. Buraida radiallahu an erwiderte sofort: Wie nehme ich deine Religion an? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam entgegnete ihm: Du musst bezeugen, dass es außer Allah keinen Gott gibt und dass Mohammed sein Gesandter ist. Daraufhin sprach Buraida radiallahu an die Shahada und wurde zum Muslim. Doch damit war nicht genug. Er sagte zum Propheten, dass er auf ihn warten solle. Buraida ging zu seinem Stamm
und erzählte ihnen vom Islam. Alle 70 Menschen seines Stammes nahmen daraufhin den Islam an. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hielt sich eine Zeit lang mit dem Stamm von Bureida auf und brachte den neuen Muslimen die Grundlagen des Islams bei. Dann fragte Bureida den Propheten, wo er hingehe. Der Prophet sagte ihm, dass er nach Yathrib, dem heutigen Medina, ging. Bureida sagte ihm, dass er sallallahu alaihi wasallam nicht ohne Flagge in die Stadt gehen solle, und gab ihm seinen Turban, den er zu einer Flagge zusammenband, den er daraufhin dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gab, um Medina damit zu betreten. Bureida radiallahu an wurde daraufhin ein Spion von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, da die Mekkaner ihn mit dem Propheten nicht in Verbindung brachten. Bureida und sein Stamm schlossen sich nach der Schlacht von Uhud dem Propheten in Medina an. Weiterhin nahm er an zahlreichen Schlachten für den Islam teil. Dazu kommt, dass er die Ehre erhielt, am Tag der Eroberung von Mekka einer der Träger der islamischen Flagge zu sein. Seine Dienste am Islam beschränkten sich nicht nur auf die Vergangenheit. Bureida radiallahu an überliefert zudem noch einige Ahadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, von denen die Umma bis heute noch profitieren. In dieser Geschichte bringt uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei, dass wir die Botschaft des Islams an jeden, egal wo, egal wann und egal unter welchen Umständen, verbreiten sollten. Denn keiner von uns kann wissen, welchen Nutzen die Person vor uns der Umma bringen kann. Weiterhin bringt uns der Prophet bei, aktiv die Menschen anzusprechen und nicht zu warten, bis sie uns ansprechen. Denn es war Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der Bureida zuerst ansprach. Darüber hinaus müssen wir voller Selbstbewusstsein die Botschaft des Islams in einer offenen Weise an die Menschen tragen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Bureida offen seine Botschaft mitgeteilt und keine Sekunde gezögert. Dazu kommt, dass wir die Botschaft froh und voller Weisheit an die Menschen tragen sollten. Der Prophet lockerte die Stimmung, indem er einen Witz machte. Die wichtigste Lektion jedoch, die der Prophet uns hier mitgab, ist, dass wir keine Angst haben dürfen, wenn es darum geht, den Islam an die Menschen heranzutragen. Er, sallallahu alaihi wasallam, wurde verfolgt und hat die Botschaft trotzdem verbreitet. Gerade jetzt, wo die Medien den Islam als Gefahr schlechthin darstellen, dürfen wir uns vor Angst nicht bremsen lassen. Denn jeder einzelne Mensch schreit im Herzen nach der erhabenen Botschaft Allahs. Alle Menschen, die ein Leben fernab vom Islam führen, sind unglücklich und depressiv und wissen nicht, was sie aus ihrem Leben machen sollen. Sie wissen nicht, was sie nach dem Tod erwartet. Sie tappen in der Dunkelheit herum und beten die falschen Götter unserer Zeit, das Geld und materiellen Besitz an. Weiterhin kann es sein, dass unser Gegenüber ein immenses Potenzial in sich hat, welches er für den Islam nutzen könnte. Den Nutzen, den jeder von uns hat, wenn man jemanden näher an die Botschaft des Islams bringt, ist riesig. Es beginnt damit, dass wir durch den Aufruf und der damit verbundenen Beschäftigung mit dem Islam noch tiefer im Wissen über den Islam werden und unser Iman verfestigt wird. Weiterhin erhalten wir einen Lohn von Allah für unsere Mühen und steigen Rang um Rang bei Allah auf. Allah subhanahu wa ta'ala lobt die Aufrufer wie folgt: Und wer spricht bessere Worte, als wer zu Allah ruft, rechtschaffen handelt und sagt: Gewiss doch, ich gehöre zu den Ergebenen. Es geht damit weiter, dass wir für jede gute Tat, die die Person tätigt, belohnt werden, ohne dass die andere Person an Lohn verliert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht: Wer zur Rechtleitung aufruft, erhält so viel Lohn wie diejenigen, die ihm gefolgt sind, ohne dass dies ihren Lohn verringert. Durch den Aufruf zum Islam ergeben sich direkt mehrere Quellen für den Lohn bei Allah, neben den eigenen guten Taten. Kommen alle guten Taten der anderen Person dazu. Es ergeben sich so viele Quellen an Lohn, sodass man selbst schon den Überblick verliert. Dieser fast schon endlose Lohn bei Allah wird auf der Waagschale am Tag der Auferstehung viel wiegen. Somit ist es einer der besten Wege ins Paradies. Und das Paradies ist viel mehr wert als alle Reichtümer auf dieser Welt.